Hallöchen zusammen. Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wie ihr seht, seht ihr hier viel. Ihr seht eines von meinen Köfferchen, Figurenköfferchen. Und ich habe hier auch noch einen Karton, wo alle 12 Tüten sind von den jetzt ganz neu für 2021 oder fürs zweite Halbjahr 2021 erschienenen neuen Früchte. Einhornfohlen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich es mache. Stelle ich jede Figur einzeln vor, ja, jedes Tütchen, jede Figur, oder stelle ich die Fohlenarten, die eigentlich im Prinzip gleich sind, zusammen vor in einem Video? Ich weiß es noch nicht, ja. Gleichzeitig erinnert ihr euch auch vielleicht noch, ich weiß gar nicht mehr, war das letztes Jahr, Ende letztes Jahr, oder war es Anfang diesen Jahres, wo diese erste Sechser-Serie rauskam mit diesen Blütenfohlen oder was das nochmal war? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das alles hier in meinem Köfferchen drin. Das waren 6 verschiedene Fohlen und ich bewahre die immer in dem Köfferchen auf. Da verstauben die nicht und sind dann auch nach Jahren wie neu. Ne? Und ich heb dann auch immer die Verpackungen auf, denn es ist immer nett, wenn man nach einer gewissen Zeit X sieht, wie das Ganze ausgesehen hat. Ne? Sowohl die Verpackung als auch die Fohlen, die es gab und hier auch noch diese Mini-Poster, die da mit dabei waren. Ne? Ihr wisst, das waren 6 verschiedene Fohlen aus den verschiedenen Bayala-Reichen, die es hier gab. Ich habe die euch alle in einzelnen Videos vorgestellt. Falls ihr die nicht gesehen habt, ihr findet die Videos alle auf meinem Kanal. Ne? Ihr seht, das war jetzt zum Beispiel eine Fohlenart, unterschiedlich bemalt, klaro. Aber die gab's. Die riechen noch wie neu, das ist der Hammer. Dann gab es die beiden hier, auch die. Ich habe euch, wie schon gesagt, alles vorgestellt. Und dann gab es noch die 2 hübschen hier. So, das waren also die 6 ebenfalls limitierten Figuren, die es seinerzeit gab. Und die kriegt man gar nicht mehr. Die kriegt man tatsächlich nicht mehr. Ne? Werden nicht mehr produziert, meines Wissens nach. Und somit, ja, ihr solltet euch bei den neuen nicht zu viel Zeit lassen, wenn ihr euch die in die Sammlung holen wollt. Aber ihr solltet um Himmels Willen auch nicht abartige Preise bezahlen. Ne? Gerade dieses goldene Fohlen, was ich da schon wieder an Preise gesehen habe, das ist der Hammer. So, ich tue jetzt hier mal auf die Seite. Das war einfach nochmal kurz zur Erinnerung und... So, jetzt stelle ich hier nochmal diese Box her, denn auch bei diesen 12 Fohlen, die es jetzt in diesem zweiten Set gibt, ja, auch hier haben wir nicht 12 verschiedene Fohlen, Einhornfohlenarten, sondern wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 7 verschiedene Fohlenarten. Die zeige ich euch jetzt mal. Vielleicht wird das Video auch einfach nur ein Überblick über alle Fohlen, die es gibt. Und ich fange dann im nächsten Video an auszupacken. Wir werden sehen. Ne? Das ist jetzt also alles relativ spontan. Denn momentan, ihr wisst vielleicht selber, wenn ihr sammelt, es kommen so viele Neuheiten raus, wo du weißt gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst. Ganz ehrlich. Ne? Also, wir gehen das jetzt hier alles mal Stück für Stück durch, damit ihr den kompletten Überblick habt. Wie schon gesagt, es gibt 12 verschiedene Einhornfohlen mit ihren Früchten-Tattoos hier. Und mittlerweile habe ich die fehlenden auch noch bekommen. Hier zum Beispiel Melone, sehr schönes Fohlen. Ihr seht schon die Farben, richtig toll gemacht. Bin ich gespannt, wie die Figur dann in echt kommt. Auch hier in diesen Tütchen drin, müsst ihr hier oben aufschneiden. Hier steht es oben drauf, zum Sammeln und Spielen. Collect them all, ist ja klar. Ne? Altersempfehlung zwischen 5 bis 12, wobei nach oben definitiv keine Grenzen gesetzt sind. Also ich kenne auch Sammlerinnen in meinem Alter, die Dinger hier genauso sammeln. Jedes Fohlen hat auch eine eigene Nummer. Ne? Zum Beispiel Melon hat hier 70703 und Grape hat 70702. Dabei müsste auch wieder so ein kleines Sammelposter sein in der Tüte drin. Das schauen wir uns alles an.
Das hier sind alle 12, die es zum Sammeln gibt. Also eine ganz schön bunte Truppen. Und ich sag's nochmal, hier ist ein goldenes Fohlen dabei. Das ist kein typisches Früchtefohlen. Schleich hat auch zu jedem Fohlen einen Begleittext geschrieben. Ich werde euch das auch vorlesen bzw. zitieren. Und eben dieses goldene Fohlen, wo ich sage immer, wenn du richtig Geld verdienen willst, nimm eine Figur, mach sie Gold und bring sie raus. Die Leute werden sich draufstürzen wie die Irren. Und dieses goldene Fohlen habe ich jetzt innerhalb kürzester Zeit teilweise zwischen 45 und 78 Euro im Internet gesehen. Boah, und ich denke mir, großer Gott, wer bezahlt das? Ne? Aber er ist so dreist und stellt es zu dem Preis ein und wer bezahlt es? Um Gottes Himmels Willen, ja? Die Dinger werden regulär für 4,99 verkauft. 4,99, Alter, das waren früher 10 Mark für einen Fohlen. Es tut mir leid, da bleibt mir die Spucke weg. Ne? Es gibt Jobs, die bieten es ein bisschen günstiger an. Ja, Augen auf beim Früchtefohlenkauf kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Also bitte haut da nicht Kohle raus ohne Ende. Unterstützt nicht diese Gauner, die das überteuert anbieten. Ehrlich, tut das bitte nicht. Das Ding ist trotz Limitierung, es ist Massenware. Ja? Also, gut, hier, jetzt kommt. Hier seht ihr auf jeden Fall mal die erste Fohlenart, die es gibt. Ihr seht es hier auch an der Mähne. Ne? Das war übrigens auch schon bei der letzten Serie dabei, die ich euch eben gezeigt habe. Ne? Also richtig ganz große, mächtige Mähne, die ihr hier seht. Und einen geflochtenen Schweif. Ne? Also das ist so die erste Sorte Fohlen, die es gibt. Dann schauen wir uns gleich die nächsten an. Hier haben wir diese Fohlenart. Hier haben wir Orange und Limone. Also sprich Zitrone. Dieses Fohlen oder dieser Fohlentyp war übrigens schon im letzten Bayala Magazin drin. Ich habe es bereits ausgepackt, könnt ihr euch anschauen. Auch natürlich wieder eine farbliche Alternative ohne Früchte-Tattoo. Und das hier sind halt eben die beiden nächsten Fohlen, die es gibt. Einmal in Gelb und einmal in Orange. Dann haben wir noch mit dabei diese Fohlen. Auch die gefallen mir hammermäßig gut. Die sind ebenfalls gleich. Einmal hier Kokosnuss. Ein sehr schönes Einhornfohlen, wenn er mich fragt. Cool gemacht. Und dann hier Erdbeere. Ne? Das sind auch die gleichen. Ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber, weil die Tüten hier spiegeln halt ohne Ende. Aber ja, das wäre jetzt die dritte Fohlenart. Dann haben wir hier das vierte Fohlen aus dieser Serie, auch sehr markant. Denn ihr seht schon, hier wurde die Mähne ordentlich geflochten. Ja, übrigens, dieser Fohlentyp müsste auch im nächsten Bayala Magazin mit drin sein, in Blau. Ne? Und auch am Schwanz hinten ordentlich geflochten das Ganze. Und hier haben wir einmal Peach. Also Pfirsich und einmal Cherry, die Kirsche. Ne? Also die Fohlenart haben wir auch mit dabei. Dann kommen wir zur Fohlenart Nummer 5. Hier haben wir einmal Kiwi und Pineapple. Ich meine, die wäre beim letzten Mal auch schon dabei gewesen. Auch das ist so eine typische Form, hat auch eine sehr schöne, markante Mähne und einen sehr langen Schweif. Pineapple ist hier die Ananas und Kiwi natürlich die Kiwi. Auch sehr nette Farbtöne. Ich bin gespannt, wie sie die Mähne und den Schweif bemalt haben, ob sie es ein bisschen akkurater bemalt haben wie bei den letzten Fohlen oder naja, hier ist es auch nicht ganz genau bemalt. Ne? Ihr seht zum Beispiel in der grünen Mähne ist auch noch ein bisschen Gelb mit drin. Ja, und auch nicht schön, wenn die Farbe von der Mähne jetzt da auf das Fell drauf geht. Das haut mich auch nie wirklich weg. So, also und jetzt haben wir noch zwei Stück. Damit haben wir auch unsere 12 Stück komplett. Auf den ersten Blick meint ihr, das ist genau das gleiche Fohlen. Ist es tatsächlich nicht. Wir haben links das legendäre goldene Fohlen und rechts Apfel. Ganz einfach. Achtet hier beim Apfel auf die Mähne. Die hört hier am Hals auf. Und beim goldenen geht die Mähne noch ein bisschen weiter. Ne? Ihr könnt sehen, auch was den Schweif angeht, sieht man hier ein bisschen Unterschiede. Wenn ich es ausgepackt habe, sieht man es besser. Und man sieht es vor allem an Stellung der hinteren Beine. Ne? Ihr seht es. Apfel ist hier ein bisschen abgeknickt nach vorne rechts und Gold geht hier
nach links hinten. Ne? Also auf den ersten Blick gleich, sind aber nochmal so gesehen zwei verschiedene Fohlen. So, und weil das Goldene so begehrt ist, halte ich jetzt auch nochmal schön nah ins Bild. Ja, also lasst euch nicht verrückt machen, zahlt keine Fantasiepreise. Das Ding kostet maximal 4,99 Euro und dann ist aber auch gut, denn das ist teuer genug, wirklich. Wie schon gesagt, einige Händler bieten es auch ein bisschen günstiger an. Schaut einfach ein bisschen im Internet oder guckt bei eurem Händler vor Ort, vielleicht haben sie schon. Dann kriegt ihr das alles auch zum normalen Preis. Ne? So, das war mir doch jetzt ganz einfach wichtig, das mal hier kurz loszuwerden. So, und während die 12 Tüten, die es zum Sammeln gibt, hier jetzt mal drehen, lese ich euch den allgemeinen Text zu diesen Früchte-Einhornfohlen vor. Ich zitiere hier Schleich: Sammle alle 12 Einhornfohlen, nur für kurze Zeit erhältlich, mit süßem Früchtchen-Tattoo und mit kleinem Sammelposter. Die Figuren gehören zur neuen Einhorn-Sammelkollektion aus der Themenwelt Bayala. Die süßen Einhornfohlen werden von den Elfen, Drachen und anderen Bewohnern in Bayala liebevoll die Früchtchen genannt. Denn jedes Einhorn verdankt sein Aussehen genau der Frucht, von der es als Fohlen das erste Mal genascht hat. Und genau daher stammt auch sein süßes Früchtetattoo. Ja, das ist eigentlich so der Begleittext zu allen Fohlen. Und dann wird hier halt noch auf jeden einzelnen Charakter in einem ganz kurzen Text eingegangen. Das werde ich euch dann entsprechend zur Figur vorlesen. Ja, eben habe ich schon angemerkt, nur für kurze Zeit erhältlich. Ja, fragt mich jetzt um Himmels Willen nicht, von wann bis wann die Dinger zu haben sind. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Wahrscheinlich haben sie halt ihre Maschinen einmal angeschmissen, einmal eine gewisse Auflage produziert, bemalt und verpackt und die gibt's halt schätzungsweise, solange der Vorrat reicht. Oder sie produzieren es ganz einfach über einen bestimmten Zeitraum. So lange gibt's die halt und wenn sie weg sind, sind sie weg. Ich sag ja, die 6 Fohlen, die ich euch am Anfang des Videos kurz vor die Kamera gehalten habe, ja, die findet man jetzt plötzlich auch nicht mehr. Sie waren die ganze Zeit da und plötzlich sind sie irgendwie bei den meisten Shops weg. Ja, und wie lang ging das jetzt? Ein halbes Jahr? Nö, ich glaube kein ganzes halbes Jahr. Ne? Also ich habe es nicht wirklich beobachtet, darum ich kann es euch definitiv nicht sagen. Die Antwort hierauf weiß vermutlich nur Schleich. Darum guckt, wenn ihr die haben wollt oder die, ja, bestimmte Figur, die ihr haben wollt, dass ihr sie einigermaßen zeitnah bekommt in den nächsten Wochen. Aber lasst euch um Himmels Willen nicht verrückt machen und zahlt diese irren Preise. Ne? Ich möchte jetzt nicht schon wieder von vorne anfangen, aber ich möchte es euch bitte ans Herz legen. Zahlt keine Scalper-Preise. Ne? Scalper sind die Leute, die in die Läden rennen oder in die Shops gehen und Figuren doppelt und dreifach einkaufen und sie dann Weilchen bei sich zu Hause in den Schrank legen und reifen lassen, so nennen die das, ne? Und wenn das richtig, wenn die Figur dann richtig knapp, richtig selten wird, dann hauen sie die auf den Markt für einen Preis, wo du, ja, da brauche ich wieder Herztropfen, ja? Und so eine Scheiße, so eine herrgottserbärmliche Oberscheiße sollte niemand unterstützen. Darum haltet euch an eure Händler. Egal ob online oder der Groß- und Einzelhändler vor Ort. Überhaupt sollte man die Einzelhändler vor Ort unterstützen, denn man muss wirklich froh sein über jeden realen Spielzeugmarkt, Spielzeugladen, den man noch hat, wo man reingehen kann, eine Figur in die Hand nehmen, angucken und sich auch seine Figur raussuchen, ne? Und gucken, sitzt die Bemalung oder ist sie ja komplett daneben. Das geht bei diesen Tütchen natürlich nicht, es sind halt Tüten. Was ich aber gut finde von Schleich, sie haben die Figur vorne drauf. Sprich, es sind keine Blind Bags. Ihr seht, welches Fohlen ihr in welcher Tüte findet. Das finde ich super und das ist für den Preis auch nur allzu fair. Ne? Gut, dann wisst ihr Bescheid. Dann würde ich sagen, war das jetzt mal der Einstieg in diese Einhornfohlen-Serie. Und ja, mal gucken, ob ich jedes Fohlen tatsächlich einzeln auspacke und zeige oder ob ich immer zwei, die zusammengehören, von der Art her
gleichzeitig in Video packe. Mal gucken, keine Ahnung. Aber ich werde sie auf jeden Fall relativ flott durchnehmen, denn ja, viele Neuheiten, ne? Und diese Fohlen sind nur ein kleiner Teil davon, aber sie sind nett gemacht. Ich sammle die Dinger, wenn ich schon nicht mal mehr die neuen Elfen sammle, ja, weil ich kann diese Cartoon-Augen nicht mehr ertragen. Ich bin da komplett ausgestiegen. Ich sag ja, der Löwe mit der Elfe und die Eule mit Elfe, das war schon wieder eine Ausnahme, weil die Augen einigermaßen okay waren. Aber bei allem anderen bin ich komplett ausgestiegen bei Bayala. Definitiv. Also ich kaufe da nicht mehr alles, was kommt. Ich sammle nicht mehr die komplette Serie, sondern wirklich nur noch die Geschichten, die mir gefallen. Und ich weiß nicht, bei den Fohlen war ich irgendwie ja seit dem ersten Bayala-Magazin mit dabei, weil sie trotz allem immer nett gemacht sind. Und es ist eine tolle Heftbeigabe nach wie vor. Und auch diese Sammelserie mit 12 Figuren, ja, super Geschichte. Aber ja, geht ins Geld, ne? Ist ja nicht neu. Rechnet's euch aus, ja? 5x12, ganz grob über den Daumen, dann wisst ihr Bescheid, was ihr beim Händler liegen lasst. Gut, alles klar. Dann, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Ich freue mich auf die kommenden Videos. Bin gespannt, wie sie die Fohlen hier alle umgesetzt haben. Ja, wenn ihr Lust habt, seid mit dabei, guckt mit rein. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.